Grüßt, willkommen zur nächsten Rezension und zwar eine recht bekannte, weil eigentlich nur ein Teil anders ist. Denn ich habe mir von Big Bite Eis, das unbekannte Eis, tatsächlich auch noch die beiden anderen Sorten gesichert, die es bei Netto im Angebot gab. Für 1,11 Euro für diesen ganzen Becher, das ist ja gerade das Tolle dran. Und ich muss sagen, wie ihr in meinem vorigen Bericht lesen könnt, wo die Sorte Cookies dabei war, hier jetzt Strawberry-Soße, also Erdbeersoße, dass es preis-leistungsmäßig das beste Eis ist und trotz der günstigen und auch nicht sehr hochwertigen Zutaten sehr leckeres Eis ist. Man sieht nämlich auch direkt zum Beispiel Glucose, Fructose-Sirup ist nicht so gut, Kokosfett, ja, Glucosesirup, Stabilisatoren, hier und da Aromen. Also sogar echte Erdbeere, aber ein bisschen scheinbar. Trotzdem sind die Nährwerte nicht, wer weiß wie, hochwertig. Aber es hat einfach geschmeckt. Und es kostet ja auch nur 1,11 Euro. Da darf man auch nicht meckern. Ich hatte in dem anderen Bericht geschrieben, das Eis ist kaum auffindbar, wenn man es googelt. Also Big Bite und Langnese findet man nicht. Was daran liegt, dass es wohl so Rückläufer aus England sind oder so. Da heißt Langnese nicht Langnese, sondern irgendwie anders. Und deswegen findet man dieses Eis nicht. Ja, das ist jetzt wie gesagt noch die zweite Sorte. Die dritte habe ich auch noch. Die ist dann mit Schokosoße. Und ich bin jetzt gespannt, wie dieses hier sein wird. Unboxen. Sieht ja nice aus. Ein bisschen künstlich, aber nett. Ich lasse es noch ein bisschen antauen und melde mich dann gleich wieder. Bis gleich. Es ist jetzt etwas angetaucht, wie man hier schön in diesem Glanz der Soße sieht. Es geht ja recht schnell bei diesem Eis. Vor allem ist es auch jetzt hier gerade 35 Grad oder so. Ja, wollen wir mal sehen, wie es hier ist. Wir haben jetzt hier diesmal nicht in der Hauptmasse diese Cookie-Stücke, sondern hier rein dieses Eis mit Sahnegeschmack. Vanille steht drauf. Hier steht wieder drauf Eis mit Sahnegeschmack. Ja, was ist es denn jetzt? Zumindest ist keine echte Vanille drin und es hat letztes Mal auch nicht, wer weiß, wie nach Vanille geschmeckt. Von daher behaupte ich jetzt mal, dass das hier auch eher Sahne-Eis ist. Ja, sahnig. Ich hatte jetzt ein bisschen Erdbeer dran. Das schmeckt schön künstlich nach Erdbeer. nochmal, jetzt ein bisschen der Soße. Ja, aber es schmeckt wirklich ein bisschen sehr künstlich nach Erdbeer. Man kann auch keine Erdbeerstücke oder Püree sehen, aber es ist ganz annehmbar. Das Eis ist sahnig luftig wieder. Das gefällt mir ganz gut. Nicht zu süß. Ist nicht ganz so, durch diese Cookies bei der anderen Sorte war das alles so ein bisschen geschmacklich ein bisschen anders als hier die Hauptmasse. Ich glaube, die von den Cookies hat mir besser gefallen, weil durch diese durchgestrudelten kleinen Cookie-Stücke war das ein bisschen schöner. Ich werde mich durchgraben und melde mich gleich nochmal. Bis gleich. So, ich denke, ich kann mich jetzt hier schon mit einem Fazit zurückmelden. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen durch. Es kam nichts Neues Spektakuläres entgegen. Wie jetzt eine Erdbeere oder sowas. Ich muss sagen, es schmeckt mir nicht ganz so gut wie das Cookie-Dingen. Konsistenz und sowas ist alles gleich. Man muss es auf jeden Fall antauen lassen. Aber die Hauptmasse ist hier auch sahnig, das ist gut. Und auch nicht so süß, das finde ich auch gut. Aber dadurch, dass eben in der anderen Sorte diese Schokostücke drin war, hat die Hauptmasse insgesamt einfach irgendwie besser geschmeckt. Hier hat man dafür diese Erdbeersoße, die, wenn man die pur irgendwie mal erhascht, fruchtig ist, aber recht künstlich schmeckt. Eine leichte Säure, das finde ich ganz gut. Aber ich finde das einfach nicht so lecker wie dieses mit den Cookies drin. Für den Preis auf jeden Fall empfehlenswert das Eis. Wie gesagt, 1,11 Euro für die Menge. Es ist zwar auch viel Luft drin, ne? Knapp die Hälfte. Aber trotzdem lecker. Da kann man nicht meckern. Und auch recht kann man sich einfach mal den ganzen Becher wegkloppen. Der hat irgendwie so knapp 360 Kalorien. Ist nicht schlecht. Geschmacklich eher so befriedigend das Eis jetzt an sich. Oder ja 3 plus so ungefähr. 3 plus. In Anbetracht des Preises aber doch wirklich noch nach wie vor sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall dann gutes Eis. Und ja. Man muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fruchtfan, weswegen man mich mit Erdbeersoße halt nicht hervorlocken kann. Deswegen bin ich jetzt dann sehr gespannt, wie die Schoko-Variante wird, die noch in meinem Eisschrank steht. Das ist auf jeden Fall insgesamt gut. Wie gesagt, geschmacklich eher eine 3+. Aber für den Preis super. Und es ist schön
cremig auf jeden Fall. Und wenn man hier guckt, diese am Rand hat man meistens dann so schön angetaut. Gucken wir mal schön nach unten. Das sieht schon lecker aus und das ist auch lecker. Ja. Größter Pluspunkt definitiv die Cremigkeit. Die ist echt klasse. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.